Griechische Popen taufen in Kiel ein neues U-Boot für die griechische Marine, gebaut in Deutschland auf der Howaldswerft. Am 2. November 2010 geht es auf die Reise in Richtung Griechenland. Für die deutsche Werft ein Milliardengeschäft. Weitere Boote sind bestellt, zum größten Teil bereits bezahlt. Bei dem Deal flossen über Jahre Millionen Bestechungsgelder über den Vertriebspartner Ferrostahl. Der Journalist Tassos Teloglu hat die Korruption deutscher Unternehmen nicht nur in diesem Fall genau recherchiert. Der Hauptnutznießer des griechischen Beitritts in der Euro, die deutsche Firmen waren. Sie haben große Verträge, besonders vom Staat, gekriegt. Und solche Verträge kriegst du nicht in Griechenland, wenn du nicht unter dem Tisch zahlst. Die Bestechungsgelder flossen direkt an griechische Regierungsmitglieder. Hauptempfänger das griechische Verteidigungsministerium. An seiner Spitze damals Akis Tsochatsopoulos. Er kassierte allein bei dem U-Boot-Deal geschätzt 55 Millionen Euro. Jetzt wurde ihm der Prozess gemacht. 20 Jahre Haft, so urteilten die Athener Richter und schickten auch seine engsten Mitarbeiter ins Gefängnis. Sogar Frau und Tochter. Er war der Kronzeuge, der 78-jährige Nikos Sigras, Cousin des Ministers. Er diente als Geldbote und Strohmann. Vor Gericht packte Sigras aus, erklärte, wie deutsche Unternehmen Schmiergelder nach Griechenland schafften. Ich habe das Geld entgegengenommen, das der Minister mit den Rüstungsunternehmen ausgehandelt hat. Angeblich stammte es aus einem Investmentfonds, tatsächlich aber waren es Schmiergelder. Wir bekamen es ganz klar für eine Gegenleistung, nämlich für Investitionen und Projekte, die der Minister für die Firmen umgesetzt hatte. Anfangs schicken deutsche Unternehmen regelmäßig Boten mit Koffern voller Geld nach Athen. Denn der Minister liebt Bares. Treffpunkt sind große Hotels. Sigras nimmt das Geld in Empfang, bringt es seinem Cousin, dem Minister, ins Büro. Irgendwann wurde das schwierig mit dem Bargeld. Nun stellten die Firmen Schecks auf bestimmte Firmen aus. Auf Offshore-Firmen, die ich vorher für ihn gegründet hatte. So ist das Geld über Umwege nach Griechenland gekommen. Die schmutzigen Millionen aus Deutschland legt der Minister in schönen Immobilien an. Aber er schätzt auch luxuriöse Reisen. Höhepunkt die glamouröse Hochzeit mit seiner zweiten Frau Vicky Stamati. Das Paar feiert im Pariser Hotel 4 Jahreszeiten. Allmählich fragen sich selbst die Griechen, woher das ganze Geld eigentlich stammt. Sein Lebensstil wurde angeprangert und das war ein sozusagen der Skandal der Republik, die Lebensweise dieses ehemaligen Ministers. Doch an den Rüstungsausgaben wird lange nicht gerüttelt. Stattdessen verschuldet sich das Land immer weiter. Militärparade in Saloniki vor einigen Wochen. Selbst in der Krise will der griechische Staat Stärke zeigen. Das hat Tradition. Jahrzehnte ließ sich Griechenland sein Militär mehr kosten als andere EU-Staaten. Und das freute besonders die deutsche Rüstungsindustrie. Die schmierte ihren besten Kunden, den NATO-Partner Griechenland. Transparency International hat Korruption bei 100 Rüstungsunternehmen untersucht. Besonders schlecht schnitten die Deutschen ab. Das heißt, diese Firmen sind vergleichsweise intransparent und besonders schlecht aufgestellt in Sachen Korruptionsbekämpfung. Wie Ferrostahl. Die deutsche Justiz ging gegen die Manager des U-Boot-Geschäftes vor. Doch von den 50 Beschuldigten wurden nur 2 verurteilt. Das Gericht lässt sich auf einen Deal ein. Geständnis gegen Bewährungsstrafe. Die Akte wird geschlossen. Anders in Griechenland. Keine Milde für die Täter.
6 Verurteilte sitzen hinter Gittern. Das ist ein Siegeszug bei der Bekämpfung europäischer Korruptionsskandale und schafft ein neues Verhältnis zwischen den Politikern und dem Volk. Wenn aber in Deutschland die Gerichte Kompromisse schließen, Deals machen, dann haben wir und andere Staaten es schwer, herauszufinden, was wirklich passiert ist. In Athen laufen die Ermittlungen weiter. Neue Prozesse werden folgen. Nikos Tsigras wird wieder als Kronzeuge auftreten. Was ich getan habe, wiegt schwer. Deshalb habe ich während des Prozesses das griechische Volk um Entschuldigung gebeten. Immer wieder. Ich trage eine große Last, darüber bin ich mir völlig im Klaren. Keine Reue bei Ferrostahl. Vorstandsvorsitzender Mitscherlich kommt mit einem Bußgeldbescheid davon und erklärt öffentlich, moralisch bin ich mit mir im Reinen, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Heute liegen die teuer bezahlten Boote im Trockendock in Piräus. Um sie seetüchtig zu machen, will die Kieler HDW frisches Geld, aber Griechenland ist pleite. So gehen am Ende die arbeitslosen Werftarbeiter auf die Straße. Rund 1000 sind es. Sie warten seit über 20 Monaten auf ihren Lohn. Wir schlagen uns mit Hilfsjobs durch, arbeiten in einer Pizzeria, leben von der Rente unserer Eltern oder müssen Kredite aufnehmen. Wir fordern, dass wir wieder auf der Werft arbeiten können, dass wir endlich unseren Lohn bekommen und dass die U-Boote, die wir teuer bezahlt haben, fertig gebaut werden. Danach sieht es aber nicht aus.